Ja, hallo liebe Karate-Freunde, ich begrüße euch zum Kion-Programm, Kata-Programm und Kumite-Programm des vierten Kios, Shotokan. Erste Kombination ist Oizuki-Yakutsugi, fünfmal vorwärts gehen. Aus Kamai, der Ushiro geben. Ja, immer in die Richtung gucken, wo ihr hintreten wollt. Drehen, schließen und absetzen. Drehen, schließen, absetzen. Und sechstes Mal natürlich auch mal den Kyai, beim letzten Mal. Zack. Und dann, oder aus Kimadachi, ja, übersetzen, dreimal, Uramamashi. Ja, zur anderen Seite das gleiche, Beckenboden immer spannend, übersetzen. Und der letzte auch. Mit Kyai. Und das war das ganze Kion-Programm. Der nächste Punkt beim Kion-Programm ist die Kata, in dem Fall die Hyangoda. Hyangoda. So, erst Blick zur Seite, Uchi-Dunke. In Koko-Tsugachi, Rückenspannung halten und Yakutsugi. Aufpassen, dass es Beinstand ist.
langsam ran, Kabel zucken, Arme und Beine unter dem Oberkörper gleichzeitig abschließen. Dann Uchi-Duke, hier wieder die Luftspannung halten, ja, und Jacke zum Beinstand ziehen. Blick nach vorne, ranziehen, unter und Oberkörper gleichzeitig schließen, abschließen mit dem Körper, leicht abfallen. Dann nach vorne, Moroto Uchi-Duke in Kokutsudachi. Jetzt wie bei der Herren Yodan, Doppelblock nach unten, ran und hoch, ja, jetzt nach außen öffnen und ranführen. Die Hände sind auf, ja? Rechts auf links. So, jetzt entweder Faust zulassen oder Faust öffnen beim Vorwärtsgehen, ja? Ausholen und da ist der erste Kiai. So, nächste Bewegung. Zeige ich euch mal hier. Blick nach hinten, Knie hoch, ausholen zum Gedanbarei und dann Gedanbarei absetzen. Ja? Also, von hier. Blick nach hinten, eng hoch und geh dann dabei. Blick, öffnen, Haishoku, langsam, Rückenspannung, die bleibt jetzt auch. Da geht jetzt die Fußinnenfläche rein, nicht die Hand geht zum Fuß, sondern Fuß zur Hand. Ja? Eins, und jetzt am Schluss erst, beim Absetzen, die Hüfte reinlegen. Nächste, von hier Kosadachi. Moroto Uchi-Duke und jetzt nach oben, ja, Urazuki. Fuß leicht aufstellen. Also, bam, bam. So, von hier wird jetzt gesprungen in der Luft. Gleich die Beine und die Arme an. Beim Aufkommen in Kosadachi, ja, guckt ihr, dass ihr den Block mit den Füßen anleicht. Ja, das heißt, das. Okay? Also, von hier hoch und da ist dann auch der Kehr. Ja? Also von hier und Kehr. Moroto Uchi-Duke in Senkutsudachi und jetzt ausholen, in der Hernyondan und abschließen. Nukite Block, Nukite Senkutsudachi umsetzen. Manchmal. Langsam ranführen, hochkommen und jetzt mehrere Bewegungen ein, ja? Drehen, öffnen und umsetzen. So das Grundprinzip vom Karate. Einer geht nach vorne, einer geht nach hinten. Einer nach oben, einer nach unten. Wir machen also eine gegenläufige Bewegung. Der da oben ist, geht nach unten. Der da unten ist, geht nach oben. Und jetzt nochmal. Der da unten ist, geht nach oben. Der da oben ist, nach unten. Wieder Nukite und hier wieder Kokutsudachi Manjiuka. Also beide Kiais. Hier ist der erste Kiai und das ist der zweite Kiai. Ja, wir zeigen euch jetzt die zwei Anwendungsmöglichkeiten aus dem Kihon und die zwei Bunkai-Sachen aus der Herren Goda. Die erste ist folgendermaßen: Age-Uke mit dem gleichen Arm Sotoro-Uke und Yakotsugi abschließen, die Kihon-Kombination. Der Partner greift einen Schwinger an zum Jonan-Bereich und einen geraden Fauststoß nach vorne auf der Yaku-Seite. Wir machen alles langsam oder halbschnell. Partner geht vor. Suta, Soto, Urazuki, Tatezuki, Haishouke, der Konter ist vollkommen frei. Als nächstes, Angriffssituation, der Partner hat die Kihon-Kombination Urake Uchi, Beistellschritt Yokogireki Komi und Yakutsuki an. Die Konterbewegung ist auch wieder gleich. Kann Haitouchi sein, kann Urazuki sein, kann Tatezuki sein, kann ein Kingeri sein, alles. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal auf der anderen Seite vor. Erst die erste Bewegung. Der Schwinger.
Und jetzt der U-Wagen. Koshi, Block. Als nächstes die beiden Bunkai-Situationen aus der Herren Godan. Die erste ist die Uchiruke, Yakutsuki und Kagetsuki bewegen. Der Partner kommt Kisame-Tsuki mit dem anderen Arm. Jodan oder Chudan Kisame-Tsuki in diesem Fall. Jodan. Uchiruke, Mabashi-Enbi übergreifen und ein Hebel machen oder eben dementsprechend auf das Gelenk und das Gelenk kaputt machen. Zur anderen Seite das gleiche, nochmal gesagt, wir machen eine Uchiruke, Mabashi-Enbi, greifen über, fassen, hebeln und nach unten. Bewegen kann nach vorne machen. Die nächste Kombination oder eine Möglichkeit, Juji-Uke, Te-Juji-Uke, fassen und kontern aus der Herren Godan. Der Partner greift an, Maigiri und Kisame zu. Bei Maigiri geht man mit Juji-Uke nach vorne und wenn der kommt mit dem Kisame zu, die gleiche Seite, machen wir nach oben mit Te-Juji-Uke, um zu fassen. Konter ist hier Chi oder Po. Ein oder zwei. Dann fahren wir wieder Maigiri nach vorne, nach oben, ziehen, um den hier aus seiner Wirklinie rauszubekommen, damit er nicht so stabil ist. Und ein Tate, Urazuki oder auf den Hals oder auf die Wirbelsäule einen Otoshi-Enbi. Der letzte Teil der Prüfung für den vierten Kyo, das Kaishippo-Komitee. Angriff Jodan, Angriff Jodan, Agi-Uke-Abwehr, Partner geht zurück und der Partner macht auch eine Agi-Uke, aber mit einer Taisabaki-Ausweichbewegung. Kamera. Tatsuki, Uwazuki, der Konter ist immer frei gewählt. Nächste ist Shukan und der Abwehr ist Sotoro. Auch wieder ein Rausgehen von Bewegung. Das war natürlich, kommt immer mal wieder vor, auch bei mir. Reindrehen und ein Ushiro oder Ushiro Mawaki Enbi. Nächste, Maigiri angreifen. Man kann eine Variation machen. Der Gedan-Bereich ist ausgeführt, aber man kann den auch auf der Yaku-Seite machen. Chudan Maigiri. Als nächstes Mabashigiri Jodan und Te Sotoruka als Abwehr. Wieder eine Taisabaki-Bewegung reingedreht und wieder rausgedreht. Die andere Seite nochmal, sieht man das besser? Ja. Der kommt natürlich bei jedem Angriff, wir machen es beim Langfall jetzt nicht immer. Natürlich müsst ihr die Techniken vorher immer ansagen.